Ist das hier? Wisst ihr das? 43, ne? Ja, das ist ja diese Rückverfolgung gewesen, ne? Ja. Also ich hoffe, wir sind hier richtig. Hallo? Ja, ihr habt aber auch gerade was gehört, oder nicht? Ne? Ja, ich hab das gehört. Aber auf dieser Seite sind schon mal keine Fenster. Warte mal, ich hab hier auch was gehört. Kannst du die Tür aufmachen? Ja. Pass auf, Freund. Ja. Bestell du die schnell. Feuerwehr? Ja, wir brauchen die Feuerwehr. Ich frag bei den Nachbarn, ob einer einen Schlüssel hat. Ja, ich weiß nicht, dann hab ich den Namen gesagt. Wenn wir von der Leitstelle erfahren, dass ein kleines Kind quasi den Notruf absetzt, dann sind wir natürlich in höchster Alarmbereitschaft. Das bedeutet natürlich unter Umständen, dass irgendein Erwachsener, der eigentlich da sein sollte, unter Umständen in Schwierigkeiten ist und dementsprechend auch nicht dieses kleine Kind beaufsichtigen kann. Da geht natürlich auch bei mir einiges im Kopf durch, selbst als Vater. Da macht man sich einige Gedanken. Kleine Maus! Guck mal, kannst du es mal versuchen mit der Tür? Okay, dann beruhig dich. Es ist Hilfe unterwegs, ja? Ja. Okay, ganz ruhig bleiben. Feuerwehr ist unterwegs. Hat sie sonst noch was gesagt? Nee, also sie hat nur gesagt, sie steckt in einem Pullover fest, das habe ich verstanden, und dass sie Hilfe braucht und wir sollen schnell kommen. Genau, das haben wir verstanden. Sollen wir mal gucken. Wie ist das denn mit dem Pullover? Kannst du vernünftig atmen? Ja, guck mal, ob da vielleicht irgendjemand einen Ersatzschlüssel hat. Okay, pass mal auf, dann setz dich, wenn da eine Treppe... Okay, bleib mal ganz ruhig. Wenn da eine Treppe ist, setz dich mal auf die Treppe und versuch ganz ruhig zu atmen, ja? Ist deine Mama? Ist deine Mama vielleicht an der Tür, dass die Mama mal aufmachen soll? Wo ist denn deine Mama? Im Wohnzimmer, die schläft. Oh, kann ich die nicht aufwecken? Kannst du denn mal versuchen, die Mama zu wecken? Alex, bitte. Aber auch nicht. Die Mama ist krank. Mama ist krank. Mach keine auf, denn die haben keinen. Müssen wir jetzt. Komm, die Mama ist wohl krank und schläft. Ja, Feuerwehr hat er bestellt. Feuerwehr und Polizei, sechs Türen. Pass mal auf, du kleine Maus. Bleib ganz ruhig und versuch ganz vernünftig zu atmen, ja? Okay, super machst du das. Ganz toll. Jetzt redet sie gar nicht mehr mit mir. Was ist denn hier los, bitte? Wer sind die? Ich bin die Frau Jakobs. Ich wollte eigentlich meine Tochter und meine Enkelin abholen. Machen Sie es mal bitte die Tür auf. Moment, ganz schnell. Weil da ist irgendwas passiert. Die Kleine ist wohl alleine oder die Mama kann schlafen. Ich wollte nur schauen. Was machst du denn? Was ist denn mit hier los? Oh, Mensch, was hast du denn da gemacht, Schnucki? Komm durch. Oh, was ist das denn? So. Aber bist du schon aus dem Pullover raus? Ja, riecht sie besser? Mir riecht es komisch. Ja, ich bin mir nicht so sicher, wir müssen mal. Aber mir riecht es ganz komisch. Ja, komm, wir gehen mal weiter. Was? Wenn man schlafen ist. Aber jetzt haben wir den Ausbruch. Was ist jetzt? Sie kümmern sich. Achtung! Sie kümmern sich. Die hat ein Bügeleisen gekokelt. Ja? Nein. Jo, man riecht's, ey. Dann kommt mal mit dem Bohrer. Ich mach mal alle Fenster auf. Oh, unbedingt. Ach, du Schande, was ist hier los? Ach, du Kacke. Mach mal die Fenster auf. Ja. Ja, das bringen wir am besten direkt hier wieder raus. So. Hier, hier ist warte mal, schau mal, hier ist die Dame. Hier ist die Mutter. Ja, das ist auch nicht wach geworden. Hallo, haben Sie uns denn nicht klingeln hören? Hallo, Rettungsdienst. Alex, hörst du? Machst du alles auf? Ja. Haben Sie uns gerade nicht gehört? Ja, ich habe einen Fenster aufgemacht. Ja, sauber, sehr gut. Doch, hab ich. Seit wann atmen Sie so? Guck mal, die hat eine fette Zyanose. Okay. Komm, wir machen mal EKG-Sauerstoff. Und die ist sehr schnell unterwegs. Haben wir einen Einflussstau? Ja, wenn man das mal anguckt. Sie gerade abhören? Ja. Nachdem wir uns dann weiter in der Wohnung umgeschaut hatten, konnten wir auch die Mutter der kleinen Emma ausfindig machen. Ihre Lippen waren blau, sie hat ganz schwer Luft bekommen. Und da war ich natürlich dann schon direkt alarmiert. Ich muss mal gerade die kleine Maus fragen. Ist alles wieder mit dir in Ordnung? Bekommst du genug Luft? Ja. War der Pulli zu klein? Oder bist du drin stecken geblieben? Ja. Geht's denn jetzt wieder gut? Ja. Okay, die Omi ist ja da, ne? Oh Mann, oh Mann. Schauen Sie mal, das ist eine Maske. Ja, zieh ich ihn mal um, ne? Da kommt Sauerstoff. Tief ein- und ausatmen. Ne? Haben Sie in der letzten Zeit irgendwelche Reisen gemacht? Wissen Sie was darüber? Nein. Meine Tochter arbeitet sehr viel, aber sonst... Nach, sieht mir fast nach einer Lungenembolie aus. Bei einer Embolie ist es der Fall, dass quasi ein Lungengefäß durch entweder einen Thrombus oder durch eine Fettzelle quasi verstopft wird und dadurch die Lungenareale nicht mehr
gut belüftet oder durchblutet werden. Und ja, das hat dann zur Folge, dass die Person natürlich schlechter Luft bekommt. Du musst den drücken. Geht das oder willst du? Bist du orange oder rot? Ach du Scheiße, guck mal hier, was ist das denn? Was ist da? Oh, der Arm ist aber ganz schön. Oh, ganz schön blau. Seit wann haben Sie das? Geht's mir gut, Mama? Ja, ich glaube, der Mama geht's gerade nicht so gut. Aber wir passen gut auf sie auf. Ne? Vielleicht können wir mit der Kleinen ein bisschen sich an den Tisch setzen oder irgendwas ein bisschen ablenken. Ja? Wir als Rettungsdienstpersonal achten speziell darauf, dass die Angehörigen und hier im speziellen Fall das Kind von den manchmal schlimmen Anblicken verschont bleibt. Eine Kollegin von mir hat dann die Kleine rausgeschickt, zusammen mit der Oma, was auch gut war. Im Nachhinein ging es der Mutter ja extrem schlecht und den Anblick wollten wir ihr ersparen. Guck mal hier, jetzt, wir gehen mal ein bisschen raus. Ne? Wenn es ja, nicht ganz so besser. Gut geht, dann gucken wir mal eben. Das muss man den Haut mal mitkriegen. Ja. Guck mal her, Mäuselein, was ist denn los? So, erzähl mal, wenn du ein bisschen was weißt, was denn heute Morgen so passiert ist. Hm? War die Mama schon den ganzen Morgen krank oder was war los? Hm? Nein, meine Mama war den ganzen Morgen krank. Nicht? Okay. Und bis jetzt eigentlich. Ja, okay. Und das Bügeleisen, das hat so schwer gestunken, als wir reingekommen sind. Hat die Mama noch gebügelt und die hat sich dann hingelegt oder wer hat gebügelt? Ich. Du hast gebügelt mit dem heißen Bügeleisen. Oh, das darfst du nicht machen, oder? Da kann viel passieren. Das ist nicht so schlimm, aber, ne? Okay. Ja, also ich habe das gerade erst gesehen. Die Sonja, die hat mir eine Nachricht geschickt. Sie wäre die Treppe runtergefallen, ach, würde heute zum Arzt gehen. Ja, Augenblick. Sie kommen gerade klar, ich muss das eben mit dem Doktor kommunizieren. Genau. Ja. Die Frau Richter ist unglücklicherweise die Treppe runtergestürzt und hat sich dabei wahrscheinlich den Arm gebrochen. Sie konnte dann noch einigermaßen ansprechbar aufstehen, sich auf die Couch setzen, aber den Notruf abzusetzen hat sie leider nicht mehr geschafft. Bei einem Armbruch wird nicht nur der Knochen, sondern auch das Gewebe verletzt. Kleinste Fetttröpfchen können sich lösen und die Blutbahn verstopfen. Wenn die Lunge nicht mehr durchblutet wird, bricht der Kreislauf zusammen. Sollte die junge Mutter auch noch Blut husten, besteht akute Lebensgefahr. Ausgehend Drago. Ja. Wollen Sie vielleicht schon mal ein bisschen aufsetzen? Ein bisschen weniger. Dann schon mal die Trage. Dann jetzt hier Druck bei 100. Ja. Okay. Hat sie jetzt irgendwie Blut gehustet oder was? Das ist ja komisch. Also, jetzt auf jeden Fall irgendwie Ausdruck. Dann haben wir eine Absaugung mit. Ja, Ausdruck haben wir. Was brauchst du? Ausrufen, ja. Leicht Ausruf. Absaugung steht an der Heizung, Professor. Ja. Bitte? Heizung? Ja, wir brauchen die Absaugung. Die ist gerade am Blut. Lass mal einen Kollegen. Hallo? Ich stand zur rechten Seite der Patientin, hatte gerade Blutdruck gemessen. Auf einmal hustet die Patientin so kleine Blutstückchen oder Bluttröpfchen aus in die Inhalationsmaske. Da war mir explizit klar, hier könnte was Schlimmes vorliegen. Wenn eine Patientin auf den Boden gelegt und die Reanimationsmaßnahmen begonnen. Also Berlin 1 zu 10, ja? Ja, 1 zu 10. 20. Appliziert. Na ja, gut. Und 30. Absaugung. Dann weiter in Asystolie. Wir wollen gleich eine Intubation fertig machen als nächstes. Bin ich als nächstes, hab die Absaugung ja, unter deinem Bauch. Ja, hab ich gesehen. Dann können wir gleich eine Intubation machen. Kommt. Lässt sie sich gut beatmen, oder? Ja. Läuft gut, ne? Die Fettembolie war quasi die Ursache. Das hat zu einer Hypoxie geführt. Die Hypoxie ist eine Sauerstoffunterversorgung des Gehirns, des ganzen Körpers. Daraufhin reagiert irgendwann das Herz mit einer Asystolie. Das bedeutet, es schlägt nicht mehr. Das haben wir dann durch eine Reanimation versucht zu verhindern. 20. Leute, ich muss umstecken, bitte. Ich muss das Monitoren umstecken, wenn du mir sagst, ja, es geht. Zieh einfach raus und puder rein. Ja. Okay. So. Ich entubiere. Ja, alles gleich, drück durch. Ja, ich brauche aber. Zieh dann raus, kein Ding. Die junge Frau ist dichter am Tod als am Leben. Die Spezialisten bleiben trotz der kritischen Situation ruhig. Nur so können sie effizient arbeiten und den Kampf gewinnen. Da, ja, so. Nehmen wir mal Rhythmus. Ja, ich hab die schon gehabt. So, hier, ich sehe einen Flimmern. Nee, der ist gar nicht an, der ist. Kammerflimmer. Ja, alles klar. Komm, Bitches. Komm mal da, ein bisschen Gel drauf. Warte. Kommst du da dran von deiner Seite aus? So, Achtung. Weiter, du kriegst von mir alles weg vom Patienten. Ja. Achtung, Schuss. Alles klar, weiter geht's. Ja. Warte. Beutel du weiter, ich mach erst das Chaos hier weg. Warte mal, ich glaube, wir haben einen Rhythmus. So, das ist für dich. Wechsel. Einmal ein Beutel hinten rein. Okay, so, wir haben den Sinusrhythmus. Ja, stopp mal. Haben wir? Ja. Okay, ja, gut, wir drücken noch weiter. Weiter. Wir drücken noch eine Minute, jetzt weiter, genau.
Eine Fettembolie, wie heute gesehen, kann natürlich relativ schnell auftreten durch den Bruch. Kann aber auch sein, dass sich so eine Fettzelle erst später löst nach dem Bruch und dann erst einwandert in die Blutgefäße. Deswegen kann man pauschal gar nicht sagen, das passiert jetzt nach 2, 3, 4 Minuten, sondern es ist wirklich sehr variantenreich, aber trotzdem sehr gefährlich. Langsam kommt die junge Mutter zurück ins Leben. Zeit, sich um das kleine Mädchen zu kümmern. Die Sechsjährige denkt, sie ist schuld am Zustand ihrer Mama, weil das Bügeleisen so gestunken hat. Hallo ihr zwei, wie geht's euch soweit? Geht es? Ja. Macht dir keine Sorgen. Wir passen ganz, ganz schnell gut auf die Mama auf. Ne? Wir tun unser allerbestes. Ne? Wir kriegen die Mama wieder hin. Ja? Alles klar, ne? Passen Sie gut auf sie auf. Ja, natürlich. Ich komme gleich wieder. Ne? Ja. Emma hatte schlimme Angst um ihre Mama natürlich. Sie fing immer wieder an zu weinen, aber ich konnte sie meiner Meinung nach gut beruhigen. So, wie ist es? Wumma? Eins, zwei, zwei. Nein, nein. Füße zuerst raus. Manch. Ja, ja, ja. So. Das große Glück von Frau Richter war einfach, dass ihre Tochter so pfiffig gewesen ist, den Notruf abzusetzen und dass sie wirklich dazu auch in der Lage gewesen ist. Hätte die Emma das nicht gemacht oder nicht geschafft, dann hätten wir heute ein tragisches Unglück gehabt. Die Patientin ist so weit stabilisiert, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden kann. Hier wird sie intensivmedizinisch betreut. Mit Medikamenten wird versucht, den Fettpfropfen aufzulösen, sodass die Blutbahn wieder frei ist. Sollte das nicht funktionieren, ist eine Operation die letzte Chance, dass das kleine Mädchen ihre Mama nicht verliert. So, jo. Also, der Mama geht jetzt, komm mal her. Also, der Mama geht soweit wieder ein bisschen besser als eben. Ne, ich kann euch echt beruhigen. Wir haben die Kreislauf stabilisiert. Ne, sie atmet wieder und so und hat wieder einen Herzschlag. Ne? Also du hast absolut keine Schuld daran, ne? Also echt, alles ist gut. Du hast das genau richtig gemacht, als du draußen gerufen hast, hier, hallo, Hilfe und sowas, sondern dass du die Leitstelle angerufen hast. 112 hast du super gemacht, echt. Du hast alles ganz, ganz toll gemacht, ne? Super, also besser hätte ich es als kleiner Junge auch nicht geschafft. Hast du super gemacht, ja? Ne? Und sie kümmern sich noch ein bisschen. Und ja, dann, ich muss ja auch noch den Vater anrufen. Genau, und das dauert jetzt ungefähr, so rufen Sie mal circa in einer Stunde in der Klinik am Südring an. Ja. Und dann gucken wir mal, wie der Zustand jetzt ist. Aber wie gesagt, die ist wieder kreislauf stabil. Und haben Sie genau. Siehst du, ich ne? hab doch gesagt, die helfen. Ja, und hast echt super gemacht, ne? Ganz toll, ja. Alles klar. Ne? Dann wisst ihr Bescheid. Alles klar. Ja, sehr gerne, ne? Als ich mit der kleinen Emma draußen im Flur war, tat sie mir total leid. Weil sie dachte halt bis dato, sie hätte die Krankheit der Mama ausgelöst. Ich konnte sie aber beruhigen und ich glaube, es hat sie auch gut angenommen. Auch die Behandlung der jungen Mutter schlägt gut an. Nach 2 Wochen permanenter Medikamentengabe auf der Intensivstation konnte sie auf die normale Station wechseln. Der Thrombus hat sich ohne Operation aufgelöst. Weitere 3 Monate später hat sie die Erkrankung vollständig überstanden.